Komm schon, du hast unsere Pferde gesehen. Die meisten. Von ihnen sollten Flüge ziehen. Thank you.
Wie viel braucht ihr? 10 Säcke müssen. Die Göttliche, die Magier, oh. Die Templer, alle waren vielleicht auch mit 6 zufrieden. Und jetzt sind sie alle tot. Säcke. Einfach so. Kann ich euch irgendwas anbieten? Jetzt steht fest. Was könnt ihr mir über diese Gegend erzählen? Edan ist der hiesige Apotheker. Er braut Tränke und versorgt die Verwundeten so gut er kann. Harold ist der Schmied der Inquisition. Was ihr bei ihm nicht bekommt, kann euch vermutlich Quartiermeisterin Fern besorgen. Und falls ihr mal etwas Ausgefalleneres braucht, versucht euer Glück bei Sagrid. Seine Preise sind auch nicht allzu hoch. Bis jetzt. Oh, fast hätte ich Minave vergessen. Sie erforscht Bestien und so, wenn ich mich nicht irre. Lebt wohl. Wiedersehen. Die Auserwählte Andrastes, eine gesegnete Heldin gesandt, um uns alle zu retten. Reite ich auch auf einem strahlend weißen Ross? Ich hätte einen Griffin vorgeschlagen, aber sie sind bedauerlicherweise ausgestorben. Doch, Scherz beiseite, das richtige Auftreten ist wichtig. Ich bin tief ins Nichts gereist, in uralten Ruinen und auf früheren Schlachtfeldern, um die Träume untergegangener Zivilisationen zu sehen. Ich sah Geisterheere aufeinanderprallen, um die blutige Vergangenheit sowohl berühmter als auch vergessener Kriege wieder aufleben zu lassen. Jeder große Krieg hat seine Helden. Ich bin einfach nur neugierig, welche Art von Heldin ihr sein werdet. Ruinen und Schlachtfelder, was meint ihr damit? Jedes Bauwerk, das stark genug ist, der Unbill der Zeit zu trotzen, hat eine Geschichte. Jedes Schlachtfeld ist von Tod durchzogen. Beides zieht Geister an. Sie drängen gegen den Schleier und schwächen die Barriere zwischen unseren Welten. Wenn ich an solchen Orten träume, tauche ich tief ins Nichts ein. Ich finde Erinnerungen, die kein anderes lebendes Wesen je gesehen hat. Ihr schlaft in alten Ruinen? Ist das nicht gefährlich? Ich wirke natürlich Schutzzauber. Und solange man den Riesenspinnen etwas zu essen hinstellt, ist es ein gegenseitiges Leben und Leben lassen. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der so tief ins Nichts vorgedrungen ist. Das ist außergewöhnlich. Habt Dank. Es ist kein sonderlich verbreitetes Studiengebiet, aus naheliegenden Gründen. Feuer oder Blitze zu schleudern, ist nun mal imposanter. Könnt ihr euch vorstellen, die Überreste eines 1000 Jahre alten Traums zu finden? Dieses Gefühl würde ich gegen nichts in der Welt eintauschen. Nun denn, ich werde bleiben. Zumindest bis die Bresche wieder geschlossen ist. Stand das etwa in Frage? Ich bin ein Abtrünniger, umgeben von Truppen der Kirche, inmitten einer Rebellion der Magier. Cassandra war äußerst zuvorkommend, aber ich hoffe, ihr versteht meine Vorsicht. Mag sein, dass ihr die Zirkel nicht mögt, aber wenn die Bresche offen bleibt, werdet ihr das, was sie der Welt antut, noch weitaus weniger mögen. Dem stimme ich zu. Folglich bleibe ich hier, um euch meine Hilfe anzubieten. Und nun lasst uns hoffen, dass entweder die Magier oder die Templer die Macht besitzen, die Bresche wieder zu verschließen.
Danke, dass ihr euch mit den Tränken beeilt habt. Wir haben so viele Verwundete. Wir bringen sie schon wieder auf die Beine, Schwester. Keine Sorge. Ha, sieh an, wer von den Toten auferstanden ist. Wieder mal. Das waren ein paar harte Tage. Das ist leicht untertrieben. Zumal es angesichts des Wetters nicht die letzten gewesen sein dürften. Mein Name ist Edan. Ich versorge unsere kleine Gemeinde hier mit Tränken und Elixieren. Wobei sich Sucherin Pentagast nicht darum zu scheren scheint, wo ich die Zutaten dafür herbekomme. Wie halten sich eure Leute? Die Arbeit geht nicht aus, so viel ist sicher. Kann ich irgendetwas tun, um euch zu helfen? Was die Arbeit angeht, kommen wir zurecht. Ihr habt beileibe Wichtigeres zu tun, als mir zu helfen. Ich wünschte nur, ich würde Meister Tajans Notizen finden. Der alte Mistkerl hat an irgendetwas Besonderem gearbeitet. Er starb beim Konklave, aber seine Notizen sind unauffindbar. Ich war allerdings auch zu sehr mit den Verbündeten beschäftigt, um sie zu suchen. Ihr habt erwähnt, dass Meister Tajan vielleicht an etwas Besonderem arbeitet. Ich habe hier seine Notizen, falls euch die weiterhelfen. Ha! Der alte Knacker stand kurz vor einem Durchbruch, hat es aber nicht erkannt. Sagt einfach Bescheid, wenn ich euch irgendwas davon mischen soll.